Da sind wir schon wieder mit Resident Evil 4. Damit Stefan das Spiel nicht verlernt, ist heute er am Gamepad. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Was laden wir denn die mal? Den letzten. Ich habe über einen neuen gemacht. Nehmen wir den da. Wird geladen, bitte warten. Es ist ganz schön heiß heute. Wundert euch nicht, wenn wir hier irgendwie ein bisschen zerlaufen. Aber wir nehmen ja alles für euch. Ach genau, wir sind in Kauf. Wir sind in dem Haus, genau. Wir haben das für euch so ein bisschen vorgespult, weil wir da speichern wollten, haben aber noch nichts durchsucht. Ich geh mal in den Eingang. Wir haben jetzt auch einen neuen Ton auf den Kopfhörern. Es ist jetzt auf Stereo. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt anders anhört. Hast du was geändert oder was? Na, ich habe nichts direkt geändert, aber dieses Teil, womit wir aufnehmen, hat was geändert. Also da kannst du einfach durchlaufen. Wir sind. Ja, aber haben wir da hinten auch geguckt? Ja, da war doch nur das Wasser mit dem. Achso, im Dorf natürlich. Nee, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen dunkel, oder? Ja, ist ein bisschen dunkel. Ich guck mal, haben wir Fernsehfernbedienung hier irgendwo? Nee. Naja, machen wir gleich. Ja, nee. Dann machen wir auf Tür. Ja, mach du mal da weiter. Nee, das ist falsch. Genau. So, geht nichts anderes. Na gut. Genau, hier war die Falle. Ich glaube, in dem Haus war auch nichts drin. Okay. Da habe ich schon geguckt. Einmal fix reingucken und dann ist gut. Ja, da war nichts mehr. Oh Gott, diese Panzersteuerung. Am Steuerkreuz geht es tatsächlich besser. So, wir kommen jetzt noch mal völlig neu ins Haus rein. Was ist hier los? Guck mal. Ah, da blieb was. Mann, den kannst du den Schreibtisch auch öffnen. Ja, aber wir prüfen das immer, das hier. Insignien-Schlüssel, der schon aussieht wie eins von diesen Plagg-Viechern. Plagg-Viecher? Dann kriegst du Plagg oder was? Ja, so heißt das doch. Plagas. De la Muerte. Ab Teil 5 oder auch schon ab Teil 4 hießen die so. Ah, okay. Munition mitnehmen, ja, wollen wir immer. Hier, nix. Bettchen kann man bestimmt nicht schlagen. Schrank. Was? Bürgermeisters Notiz. Lisa darf lesen. It's my time. Wie von Lord Sadler verlangt, befindet sich der Amerikaner lebend in meiner Gewalt, was? Ich weiß nichts über seine Beweggründe. Ich glaube, ich würde die beiden nicht zusammen einsperren. Louis würde sicher keinem Fremden trauen, aber wenn sie doch zusammenarbeiten sollten, würde die Lage verzwickt. Wenn eine dritte Person, Partei, involviert ist, wird sie sich eine solche Chance doch nicht entgehen lassen. Vielleicht ist es eine List von Lord Sadler. Wir sollen verletzbar wirken, damit sich die anderen sicher fühlen. Falls allerdings schon ein Eindringling unter uns ist, sind unsere Pläne hin. Der Lord nimmt das Risiko in Kauf, wenn er dadurch die Verschwörung zerschlägt. Die Entscheidung liegt bei ihm. Wir müssen ihm vertrauen. So ist das wohl. Guck jetzt nochmal am Schrank und dann machen wir weiter. Yay. Oh, Gold und Geschmeide. Von Besetas. Plattas. Peseten. Nee, Platter. Nein, das ist die Abkürzung von Peseten. Oh, jetzt. Das war auch schon. Oh, Effi! You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Was haben wir für ein Glück gehabt, dass wir gespritzt wurden? Same blood. Na komm, das hat er doch mitgekriegt, oder nicht? Nee. Warum? Jetzt frage ich mich. Aber ach so, wahrscheinlich, weil wir den Brief nicht genommen haben, hat es beim letzten Mal das nicht ausgelöst. Wahrscheinlich muss man den Brief finden, um das zu kriegen. Nee, den Schlüssel.
Oder den Schlüssel. Oder ich bin irgendwo reingegangen, wo wir nicht reingegangen sind. Doch, das war die normale Tür. Ja? Okay. Kling. Speichern war erfolgreich. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Los Illuminados. Naja, also so schwer ist das auch nicht auszusprechen. Vielleicht ist er Lignaktiker, aber... Lignaktiker. Da komme ich auch nicht her. Ja, da bist du hergekommen. Okay. Lauf doch mal ein bisschen. Nicht da so lang schleichen. Ich muss das dann mir doch erst... Haben wir hier auch schon? Ja. Ach, natürlich. Okay, jetzt... Aber jetzt kannst du dich da mal ein bisschen genauer umgucken, weil wir sind ja einfach nur zur Schreibmaschine gegangen. Die Bewohner dieses Hauses ernähren sich wie normale Menschen. Wie, was hast du denn erwartet? Das ist aber schwer verdächtig. Kitchen. Ein Eck! Yeah. Hauen Sie mal ein. Ja, klar nehmen wir das. Vino dürfen wir nicht nehmen. Sollen wir nochmal speichern? Nee, wir können nicht speichern. Wie schlage ich nochmal? Hier vorne. Und jetzt schießen. Jetzt habe ich gerade das andere Spiel drin. Das Spiel, über das wir nicht reden. Den Mantel des Schweigens, das wir drüber legen. Hat was mit Zombies zu tun, mehr verraten wir nicht. Okay, jetzt haben wir da gar, gar nicht mehr Menschen hier. Du kannst das auch schneller machen, wenn du X drückst, dann steht es aber komplett da. Sie lesen sogar. Huhu, das sind aber seltsame Menschen. Guck, nimm das jetzt mal. PTAS, das sind Peseten. Pesetas. So nannte man das früher. Das Geld. Nee, das ist keine Tür, da ist die Tür. Ah, wieder raus. Also schön in dem Haus. Okay. Nein, uncool. Eine Knarre? ne Gewehr. Achso! Una Gavera. Und ich habe noch gedacht, speichern wir mal lieber. Nein! Ja, mein Gott. Okay, ich bin auch noch nicht so... In diesem Resident Evil. Ich hau das mal kurz weg. Hoffentlich kann man das. Na, hätten sie aber auch einfach komplett überspringen lassen können. Ja, wählt sie am besten gleich aus. Mitte. Ah, natürlich. Das ist ja alles. Ist ja Resident Evil, hier geht ja nichts automatisch. Mir geht's auch noch gut. Ich könnte mal aber hier mal mischen. Kombinieren. Ganz schön dickes grünes Grau. Das ist Blendgranate. Nee. Kann ich das nicht hier irgendwie so? Was willst du denn machen? Egal. So, Gewehr haben wir ausgewählt. Was war jetzt hier interessant? Eigentlich nur das Ei, ne? Das Ei und eine Granate. Granate war rechts in dem Schrank. Links. Rechts ist das. Nein. Ja. Also ich kann ja nicht oft die Seiten richtig, aber das war eindeutig rechts. Nee. Willst du mich verarschen? Guck mal, wir standen doch hier, dann ist das doch links. Nein, ist doch immer rechts drüben. Na gut. Das sind eher so Schrotflintenmäßig, oder? Ja. Okay, dann muss er ein bisschen rankommen. Oh Gott. Ich würde einfach gleich hinrennen. Oh! Ah!
Nein, nein, nein! Ich bin so doof! Ich bin so doof! Ah! What the hell? Ich kenne mich null mit der Steuerung aus. Oh Gott! Vielleicht muss Lisa doch noch ein bisschen weiterspielen. Okay, ich gebe mir noch einen Versuch. Ja, okay, komm. Ja, Mausi ist auch schon völlig aus dem Häuschen. Stefan spielt wie die letzte Napp. Aber ist okay. Ist okay. Wir kriegen das hin. Ich kriege das hin. Au, Mausi! Oh, ja, ich weiß. Da ist Schlagen, so. Komm her. Ist ja nur 30 Grad, da macht es doch Spaß, mit der Katze zu kuscheln. Ja, so schön. So, jetzt wollen wir uns wirklich doch Katze hat Hunger, die möchte gerne essen und wird jetzt noch öfter stören, weil sie uns darauf hinweisen wird. Ne? So läuft das, du hast das Gewehr noch nicht genommen. Ich weiß. So. Soll ich mal da unten speichern, damit ich das nicht noch fünfmal machen muss? Kannst du auch machen von mir. Okay. So, speichern. Da! Dann. Überschreib das genau. Einfach. Doch, bin ich. Ja. Okay. Zielen, schießen. Ja. Ist eigentlich da intuitiv. Der steht auf. Lass sie doch ein bisschen näher rankommen. Man muss ja auch nicht die Munition verschwinden. Das sah doch gut aus. Der wird nochmal schön schützig. Lad nach X. Vielleicht steht der auch. Immer wieder auf und muss einfach weitergehen. Geh mal einfach weiter an den Schuppen. Okay, vielleicht auch nicht. Oh, im Haus ist von einer entscheidend. Oh, hinter dir. Ich höre ihn jetzt aber besser, die Entfernung. Das hat es tatsächlich gebracht. Oh, er ist tot. Sehr schön. Dann kannst du jetzt in Ruhe Waffe wechseln und die abballern. In Ruhe? Na komm. Ich bin ganz schön aufgeregt. Hey, la trampa. Eigentlich könntest du die wahrscheinlich sogar messen, aber wir wollen jetzt mal nicht dich überfordern. Oh, das wäre jetzt geil für eine scheiß Granate. Welche nehmen wir denn? Die Blende bringt nichts. Die alle weg und dann ist gut. Wahrscheinlich ist es voll verschwendet, die Granate, aber wir machen das jetzt einfach mal. Just for the show. Ey, das ist nicht wahr, die da hinten hattet. Du kannst das so nicht machen. Achso, du musst die ausmachen. Den hat's nicht getroffen, das ist nicht wahr, ey. Ja, Arschloch, ey. Ich habe ihm den Hut runtergeschossen. Das hast du jetzt davon, du Oh, Musik ist aus, danke. Rubin. Ich finde es halt so ein bisschen unspektakulär, hier so Geld zu kriegen bei Resident Evil. Das ist irgendwie. Ja, es versorgt eben die ganze Stimmung, auch dass du die Waffen aufrüsten kannst. Das ist irgendwie. Es hatte schon da nicht mehr viel mit Resident Evil zu tun, aber. Naja, doch. Es hat sich halt weiterentwickelt. Es hat sich halt weg von diesem. Ja, die Serie hat sich einfach ein bisschen verändert, aber es ist immer noch Resident Evil. Hat's nichts zu tun. Hey. Oh nein, sind wir jetzt bei dem Dorf? Ja. Oh nein! Oh Gott. Was mach ich denn? Ja, die abballern würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das nochmal funktioniert. Ich würde jetzt nicht da reingehen und mich da selbst zu Tode, Stefan. Treten.
Ja. Hoffentlich ist der Raketenmann, wollte ich gerade sagen. Der Raketenmann? Der gefährliche Raketenmann nicht mehr da, weil dann wäre das echt schlimm da drin. Hör ich ihn da? Also es macht ich weiß nicht, was das... Arschloch! Warum kann man denn jetzt nicht treten? Treten wäre so... Nein. Hab alles im Griff. Hallo? Achso. Boah, er ist einfach ultra nervig. Den kannst du auch nicht messern, schieß ihn jetzt einfach. Scheiße, Achlam. Mann, ich glaube, er lebt noch, oder es ist noch einer da. Ja, er lebt. Oh Mann, ey. Nimm ich noch ein Kraut? Nee, Verschwendung. Ich guck erstmal, was sonst noch so los ist. Scheint ja noch was zu sein. Ja, da sind noch ganz viele im Dorf. Nee, da ist nichts mehr. Nö, Fussi scheint nicht mehr zu sein. Aber noch was gehört. Ja, irgendwo war noch was. Auch auf dem Dach stand doch einer vorhin. Ja, da oben, da ist er doch. Da auf dem und links auch. Ich geh gleich hin, vielleicht er dreht, wenn er aufsteht. Oder ist er gleich tot? Nee. Ach, man kann ihn nicht treten, oder was? Du bist doch ein... Das war jetzt ein bisschen Verschwendung. Na gut. Da oben. Das ist aber knapp. Nein! Geh doch einfach nach rechts weiter. Lass mich doch so spielen wie ich will. Nur weil du der Resident Evil Profi bist. Ich versuche ihn nicht zu messern, du hast nicht mehr so viel Leben, also heil dich vorher. Nein. Soll ich was mischen? Nimm einfach. Okay. Gut. Warum sind wir jetzt wieder hier? Was haben wir jetzt hier? Ach so, wahrscheinlich entweder müssen wir eine Tür aufschließen oder in diese Kirche rein. Ja, wahrscheinlich ja, in die Kirche. Schlüssel vorhandener Bereich. Ah, also. Türkis, können wir hier rein eigentlich? Ja, wir waren da schon drin. Waren wir schon überall? Ja, wir waren schon. Außer auf dem Dach, wo doch was geblinkt hat. Kamen wir vielleicht darüber hoch. Ne, da springst du wieder. Ja, ich meine. Gehen wir erstmal in die Kirche, oder? Aber wollen wir das Blinken da finden? Läuft halt vollkommen in die falsche Richtung, weil es da auf dem Dach war. Also entweder muss da, ich dann, ne? Ja. Ja, wie kommt man da hoch? Ja, wir sind schon drin, aber wahrscheinlich durch ein anderes Fenster. Ein Fenster, was dann in die Richtung geht. Das müsste jetzt rechts sozusagen sein. Jetzt links. Nee, nee. Das da? Nee. Oder? Oh, doch! Ne, ist die falsche. Doch, da kannst du rüberlaufen einfach, okay. So. Haha, ausgetrickst. Ein Spinne. Naja. Yay! Kohle! Die Steuerung ist. Also, es tut mir leid, also ich bin ja echt viel gewohnt, aber. Man gewöhnt sich da schnell dran. Ja, aber trotzdem. Halt,
Müssen wir jetzt halt original den Schlüssel anwählen? Ach so, okay. Aber er macht's von allein. Sehr gut. Speichern! Gut gemacht! Fein gemacht. Gut gemacht. Nicht wirklich, aber gut gemacht. Dann machen wir auch hier schon mit der Folge Schluss. Ich würde sagen, wir machen einfach immer von Speichern zu Speichern, außer es sind nur so 5 Minuten, aber so 20 Minuten passen, glaube ich, ganz gut dazwischen. Und sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr denn noch Lust habt, dem Stefan zuzugucken. Oder mir, mal gucken, wer beim nächsten Mal spielt. Ich gebe mir voll Mühe. Und der Stefan macht das super, wir füttern jetzt die Katze und die nächste Folge gibt's gleich. Bis gleich. Dankeschön, tschüss.